Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 17, heute mit dem Thema Modeberge. Und Modeberge, das ist ein Begriff, den können wir natürlich ausdehnen bis zum geht nicht mehr. Es ist ein Begriff, da müssen wir uns jetzt gleich im Anschluss damit beschäftigen, wie wir den überhaupt definieren können. Es ist aber vor allen Dingen ein Begriff, der uns in den letzten Jahren immer mehr begleitet. Es gibt die berüchtigten Modeberge, vor denen wir uns fürchten, von denen wir uns fernhalten sollten, weil sie mit Menschen überlaufen sind. Es gibt auch viele andere Berge, die eben keine Modeberge sind. Was sind das dann für Berge? Alles so kleine Punkte, über die wir uns heute unterhalten müssen. Herzlich willkommen erstmal zum Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und ich hoffe, euch geht's gut. Das Wetter ist ja aktuell nicht so ideal. Richtiges Aprilwetter ist es eigentlich auch nicht. Es ist fast schon ein bisschen winterlich hier in Tirol. Ich muss sagen, es schneit fast jeden Tag und das ist langsam ziemlich frustrierend und ich bin froh, wenn der Schnee endlich anfängt zu schmilzen, anstatt zu wachsen. Und deshalb bin ich langsam so ein bisschen in einem Frühlingsblues angekommen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, naja, es wird nicht so richtig warm, es schneit irgendwie jeden zweiten Tag mindestens und die Berge, die nähern sich natürlich jetzt ordentlich vom Schnee und das heißt, der Schnee wird sehr, sehr lange ins Jahr rein liegen bleiben. Das ist natürlich dann alles auch mit entsprechend technischen Problemen verbunden. Dann im Sommer, da haben wir dann vielleicht Altschneeprobleme etc. Also ich blicke mit einem etwas pessimistischen Auge in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Deswegen, naja, aber lenken wir uns davon ab, sprechen wir doch lieber über die Berge, die wir dieses Jahr besteigen wollen. Und vielleicht fällt für euch der ein oder andere sogenannte Modeberg drunter. Modeberge, das sind, sagt man so, Berge, die sehr überlaufen sind und wo jeder rauf will. Zum Beispiel wäre der Großglockner ein sogenannter Modeberg. Modeberge sind in der Regel so definiert, dass viele Touristen, aber auch Bergsteiger gleichzeitig darauf wollen. Das bedeutet, wir haben zwei Welten, die da so aufeinandertreffen. Meistens zeichnet diese Berge auch aus, dass ein sehr hoher Anteil der Besucher mit Bergführer unterwegs sind und dementsprechend natürlich viel Betrieb, viel Verkehr, viel Dynamik entsteht. Und keine Sorge, ich habe vor einigen Wochen schon mal über das Thema Massentourismus gesprochen und ich finde, das ist jetzt keine Sau, die man jede Woche durchs Dorf treiben muss. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten heute eher darüber sprechen, wie wir uns so zumindest an die Gegebenheiten der Alpen anpassen können. Ich kriege viele Zuschriften, in denen ist die Rede davon, dass die Modeberge heutzutage ein echtes Problem sind und eigentlich sind das sehr schöne Berge, aber man kann sie einfach nicht mehr besuchen, weil sie einfach zu überlaufen sind und weil man keine Ruhe mehr findet, weil diese ganze Sinnstiftung, die die Berge irgendwo mitbringen, einfach verloren geht, wenn so viele Menschen nach dem vermeintlich selben dort oben suchen. Und ich verstehe diese Zuschriften auch immer. Ich denke mir dann manchmal, dass mich macht das ein bisschen traurig, weil ich mich frage, ob die Berge nicht dadurch, dass sie für alle Leute da sind, vielleicht auch irgendwie nicht mehr für alle Leute da sind. Andererseits denke ich mir dann wieder, dass das eine persönliche Befindlichkeit ist, dass wir eigentlich selber damit leben müssen, dass so viele Leute in die Berge kommen. Auf der anderen Seite bekomme ich auch viele Zuschriften und Mails und Nachrichten, Kommentare dazu, dass ich selbst vielleicht auch Teil des Problems bin, dass ich Modeberge zelebriere, indem ich sie euch im Sommer zeige. Oder dass andere YouTuber eben dementsprechende Berge zeigen und ausschlachten. Und das ist absolut richtig. Ich bin genauso ein Teil des Problems wie alle anderen Kanäle, egal ob größer oder kleiner. Sie zeigen, sie vermarkten die Berge. Und im Prinzip vermarkten sie sich indirekt darüber selber. Aber vor allem in erster Linie der Schaden, solange der Nutzen quasi auf deren Seite liegt oder auf unserer Seite liegt, ist uns jedes Mittel recht, auch der Schaden in den Bergen. Das Problem ist nur, ich finde, man macht sich's auch etwas zu einfach, wenn man die Leute, die diese Berge zeigen, kritisiert. Und nicht, weil ich kritikunfähig bin, Kritik aufzunehmen, sondern in erster Linie deshalb, weil ich der Meinung bin, dass Menschen keine Berge vorenthalten bleiben sollten. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten großen strittigen Punkt, wo wir alle gemeinsam sicher nicht einer Meinung sein werden, sondern sich da wieder Lager bilden werden. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin mir sicher, viele Leute von euch haben da eine ganz andere Meinung und ich möchte nicht sagen, dass das, was ich sage, meine Wahrheit ist oder die Wahrheit ist, sondern eben auch meine Meinung repräsentiert
und das nicht unbedingt ein Faktum sein muss, nicht unbedingt eine Regel für die Berge sein soll. Worum geht's? Die Modeberge zu zeigen, das sehe ich insofern als nicht kritisch, weil erstens mal, sie sind bereits Modeberge. Die Leute, die die Einsamkeit und die Ruhe in diesen Bergen suchen, die, und das sage ich in aller Härte, werden sie nie wieder dort finden. Also in absehbarer Zeit nie wieder. Denn wir reden schließlich davon, dass bereits so viele Menschen dort sind und diese Menschen werden es wieder anderen Menschen erzählen. Und ob sie dafür qualifiziert sind, diese Berge zu besteigen oder nicht, das ist vollkommen zweitrangig in dieser Diskussion. Denn dann nimmt man sich eben einen Bergführer. Und am Großglockner beispielsweise sind weit, weit über 70% der Bergsteiger mit Bergführer unterwegs. Insofern, man könnte sagen, wir haben dieses Problem schon. Wir sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Egal, ob man 10.000, 5.000 oder 500 Abonnenten hat, egal, ob man 100.000 Aufrufe auf ein Video kriegt oder nur 1.000, das Problem bleibt immer das Gleiche. Es wird sich nicht mehr stark verändern, denn gerade die Hüttenkapazitäten geben in Wirklichkeit vor, wie viel Möglichkeiten es für Bergsteiger gibt, einen gewissen Modeberg zu besteigen. Insofern, ich möchte mich dafür nicht aus der Verantwortung nehmen, ich möchte nur sagen, dass es eben der Tropfen auf den heißen Stein ist. Und wenn wir Berge zeigen, und das mache ich insofern gerne, als dass ich den Leuten einen Eindruck vermitteln möchte, wie sie darauf kommen, wie die Gegebenheiten sind, ob sie sich das selbst zutrauen können oder nicht. Gerade die Tourguides bei mir sind ja vollkommen anders angelegt als so Action-Videos bei anderen Leuten. Und auch die Bilder, die man auf Facebook oder in den sozialen Medien finden, die werden nicht dem Anspruch gerecht, dem meine Videos gerecht werden. Meine Tourguides aus dem Sommer beispielsweise sind keine großartige Unterhaltung. Sie sollen in erster Linie eine Orientierung für die Leute sein, die diese Berge besteigen wollen, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, damit sie wissen, ob sie damit umgehen können. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist nicht immer spannend, aber es ist eine Sache, die es meiner Meinung nach viel zu wenig gibt. Und eine professionelle Vorbereitung bei einer Bergtour kann für Leute, die einfach nicht mit der entsprechenden Erfahrung in die Berge kommen, definitiv ein Grund sein, warum sie vielleicht nicht in eine Notsituation geraten oder vielleicht auch den Gipfel erst gar nicht, ja, in Angriff nehmen, um sich selbst vor Gefahren zu schützen, denen sie vielleicht dann ausgesetzt werden, wenn sie sich nicht dementsprechend vorbereiten könnten. Ich möchte nicht sagen, dass meine Tourguides die einzige Möglichkeit sind, Videos über die Berge zu machen. Ich sage nur, das ist mein Anspruch daran. Das heißt, ich möchte das nicht nur für die Modeberge machen, ich möchte das eigentlich für alle Bergtouren machen, die mich auf meinem Weg begleiten und die vor allen Dingen für euch interessant sein könnten. Ich besteige viel mehr Berge, als ich in meinen Tourguide-Videos zeige. Ich bin nur der Meinung, dass es viele Berge gibt, die vielleicht nicht unbedingt, ja, ein gutes Beispiel dafür sind, wie man in Tirol zum Beispiel bergsteigen sollte. Oder wo man bergsteigen sollte, sagen wir es so. Wenn ich aber wieder mal Touren mache, die ich bereits schon kenne oder von denen ich überzeugt bin, dass sie interessant sein könnten, dann nehme ich euch unter Anführungszeichen gerne mit und zeige euch diesen Berg, um euch einen Einblick zu bieten, aus den eben genannten Gründen. Das sind manchmal Modeberge, wie das große Wiesbachhorn, der definitiv meiner Meinung nach als Modeberg gilt, aber auch andere Berge, die eben keine Modeberge sind, wie das Zischkeles, das absolut unbekannt ist, wenn man es mit dem großen Wiesbachhorn vergleichen möchte. Dann gibt es auf der anderen Seite wieder den Sulzkogel zum Beispiel, ein sehr unschwieriger Berg, ein 3000er, sehr, sehr beliebt und definitiv ein Modeberg im Innsbrucker Raum. Die Frage ist jetzt, unterstütze ich jetzt damit die Modeberge oder unterstütze ich damit die Berge, die niemand kennt? Ich habe Kritiker, die sagen, solche Berge sollte man nicht zeigen. Sie sind Juwelen der Alpen, die den Eingeweihten vorbehalten bleiben sollten. Und ich verstehe dieses Argument und ich habe meine Lebenszeit über die meiste Zeit dieses Argument ebenso vertreten können. Ich habe ebenso gesagt, ich habe mir diese Berge quasi überliefern lassen aus vergangenen Generationen oder von Leuten, die eben eingeweiht sind. Und das ist eben der Deal, dass man solche Menschen braucht, um solche Berge zu finden, kennenzulernen und so weiter. Diese einsamen Perlen in den Alpen. Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz der Meinung. Seitdem ich viel mit Bergsteigern aus dem Flachland spreche und Kontakt habe, seitdem ich viel mit Leuten in Kontakt bin, die einfach selten in die Berge kommen, aber trotzdem ein Bedürfnis nach dem puren Alpinismus haben,
Seitdem hat sich diese Meinung sehr stark geändert. Und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich gelernt habe, dass wir zwar privilegiert sind, aber dass wir dieses Privileg durchaus teilen können. Denn es ist eigentlich, wenn wir mal ganz objektiv drüber nachdenken, eine zutiefst egoistische Handlung, Leuten schöne Bergtouren vorzuenthalten, nur weil sie nicht von hier sind oder nur weil sie nicht aus der Region stammen. Und ich verstehe die Einheimischen und ich bin selbst jemand, der hier den ein oder anderen Geheimtipp unter Anführungszeichen kennt. Aber wenn mich jemand fragen würde, kennst du hier im Raum Innsbruck eine Bergtour, die nicht so überlaufen ist, dann würde ich diese kleinen Geheimtipps definitiv teilen. Ich würde nicht sagen, nein, da fällt mir nichts ein, obwohl ich ein paar Berge kenne, die sehr schön und relativ einsam im Vergleich zu anderen Zielen sind. Die Frage ist jetzt die, bin ich damit dafür verantwortlich, dass unsere schönen Alpen zerstört werden? Meiner Meinung nach nein. Ich bin in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Menschen das kriegen, was sie wollen. Sie wollen einsame Natur, sie wollen dieses pure alpinistische Gefühl haben, dass sie alleine sind, dass sie vielleicht auch auf schwierigeren Bergen unterwegs sind. Und das bekommen sie, wenn sie mich nach einem Tipp zum Beispiel hier in der Region fragen. Aber auch in anderen Regionen kenne ich mittlerweile Berge, die dem ja ziemlich gut entsprechen. Ich habe diese Berge teilweise über Überlieferungen entdeckt, ich habe sie teilweise über Kontakte bekommen, ich habe sie teilweise selbst gefunden oder größtenteils selbst gefunden. Ich habe mir einfach auf der Karte Berge ausgesucht, habe nach ihnen gegoogelt und habe geschaut, ob es viele Reviews, ob es viele Tourguides, ob es viele Routenbeschreibungen dazu gibt. Und wenn ich gesehen habe, dass dem nicht so ist, dann bin ich da erstmal hin und habe gesehen, ja, der Grund dafür ist, dass keine Sau diesen Berg kennt. Und ich finde, ja, man könnte schon drüber sprechen, dass das vielleicht so bleiben könnte. Doch werden die Menschen in den Bergen deshalb weniger? Ich glaube nämlich nicht. Und das ist eigentlich der Grund, warum meine Meinung sich über die Jahre auch geändert hat. Warum ich der Meinung bin, dass wir heute vielleicht offener sein sollten bezüglich dieser Perlen, bezüglich dieser Juwelen, die in den Alpen noch existieren, wo vielleicht 10, 15 Leute im Jahr oben stehen und nicht 1000 im Jahr. Wir sprechen ja immerhin davon, dass zigtausend Menschen am Großglockner stehen wollen, jedes Jahr. Also jeden Tag 100, 150 Leute in einer Saison, die über ja, 3, 4, 5 Monate hinweg geht. Da kommen tausende Menschen zustande. Wir reden hier also von zehntausenden Leuten über die letzten Jahre. Und das ist etwas ganz was anderes, als wenn wir von einem Berg sprechen, der im letzten Jahr 5-mal bestiegen wurde. Und die interessante Frage ist nun, würden die Leute, die auf den Großglockner gehen, unter den aktuellen Umständen, die sich nicht mehr ändern lassen, die wahrscheinlich auch für längere Zeit jetzt so bleiben werden. Würden diese Leute, wenn ich ihnen sagen würde, geh nicht auf den Großglockner, sondern geh, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf das Rosenjoch zum Beispiel, ein ganz relativ unbekannter Berg. Würden die das dann machen? Nein, würden sie nicht. Denn es geht um den Großglockner, es geht um die Besteigung des höchsten Bergs Österreichs, es geht um diesen Modeberg. Die Leute wollen oftmals auf einen Modeberg, eben weil er ein Modeberg ist. So, das bedeutet, für das Rosenjoch ändert sich überhaupt nichts. Es ist ein wunderschöner Berg, absolut fantastisch. Aber es ändert sich nichts. Viel mehr Leute werden nicht draufgehen. Und das Spannende ist, wenn jetzt 10 oder 15 oder 20 Menschen durch meinen Tipp darauf gehen, dann ändert sich in der Gesamtsituation für diesen Berg überhaupt nichts. Denn wir reden von so kleinen Dimensionen, dass wir sowieso immer noch Glück haben müssen, bis wir jemanden da oben sehen. Also ich persönlich kann sagen, ich habe dort noch nie jemanden gesehen und ich kann sagen, das wird auch immer so bleiben. Und wenn man in das Gipfelbuch reinschaut, wird man sehen, oh, nie jemand oben. Also das ist Wahnsinn. Die Frage ist jetzt, bin ich jetzt quasi damit aus dem Schneider, weil ich ja quasi damit eh keinen Massentourismus fördere? Nein, nicht ganz. Ich verstehe die Kritiker, die Einheimischen, die mir sagen, dass ich ein Arschloch bin, weil ich mit Leuten Berge teile, die da eigentlich nicht drauf sollten, sondern das sind die Touris, die sollen auf die Touri-Berge und wir Alpinisten, wir haben unsere alpinen Berge. Wieso mache ich das jetzt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Will ich nicht weiter in Ruhe bergsteigen? Doch, will ich. Und ich werde das auch immer weiter machen können. Nur, wie gesagt, weil ich jetzt einmal einen Tipp geteilt habe und sich die Anzahl der Besteigungen jetzt verdoppelt, reden wir in absoluten Zahlen immer noch von so wenig Besteigungen. Das passiert am Großglockner in einer Stunde, was an manchen Bergen hier in den Stubaier Alpen beispielsweise im ganzen Jahr raufkommt. Und ich bin der Meinung, dass ich mich damit
nicht hundertprozentig aus der Affäre ziehen kann, denn die Leute haben ihre berechtigte Kritik an mir zu äußern, dass ich hier einfach Werbung für ein Gebiet mache, das man in Ruhe lassen sollte. Aber ich bin auch der Meinung, dass Menschen nicht, dadurch, dass sie sich eben nicht verlagern werden, wie gesagt, sie werden jetzt nicht vom Großglockner aufs Rosenjoch umsteigen, denn sie wollen auf den Großglockner, dass ich den Massentourismus damit nicht fördere, sondern ich im schlimmsten Fall, im Worst-Case-Szenario, bringe ich Menschen dazu, von den Modebergen runterzukommen und sich auch mal die anderen Berge anzuschauen. Wir wollen quasi also, oder wir erzeugen dadurch eine Verteilung, wir erzeugen dadurch eine Aufspaltung auf ganz viele Berge. Wir haben eine große Masse, wir haben einen großen Klotz voller Menschen, egal ob Touristen oder Bergsteiger oder Bergtouristen, Wandertouristen, wie auch immer. Und die sind aufgeteilt auf 6, 7 Berge in den Alpen. Wir haben unterschiedliche Lagen, unterschiedliche Arten von Berge und da sind die im Prinzip verteilt. Großglockner, Wildspitze, Zugspitze, Watzmann, Hochkönig, ja, was fällt mir noch ein? Traunstein und vielleicht noch das Wiesbachhorn oder so. Und da sind eigentlich 80% der Leute verteilt. Und wenn wir diese 80% jetzt irgendwie auseinanderschneiden können in viele kleine Prozent und plötzlich nur noch 50% der Gesamtmasse auf sich auf diese 6, 7 Modeberge verteilen, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber jetzt nur als Beispiel, dann entlasten wir die Modeberge. Die Hütten sind sowieso überfüllt, die brauchen sich nicht beschweren, die werden auch nie wieder nicht ausgebucht sein. Die Hütten haben also keinen Nachteil, aber wir entlasten den Berg. Wir machen den Berg für Einheimische auch wieder insofern betretbar, als dass wir sie selber auch wieder genießen können und wir selber auch wieder den Hintergrund hinter dem Bergsteigen erkennen. Wir können sozusagen die Einsamkeit nicht vollständig, auf keinen Fall, das will ich nicht sagen, aber zumindest zum Teil aus den einsamen Alpenregionen wieder zu den Modebergen bringen. Und für mich ist der Beweggrund, das zu tun, folgender. Ich liebe den Großglockner als Berg beispielsweise. Es ist ein wunderschöner Berg, es ist ein wunderschöner Weg darauf. Er hat alles dabei, steiles Eis, im Zweifelsfall kommt jetzt natürlich auf die Jahreszeit an, aber wir haben einen Gletscher, wir haben leichte Klettersteigpassagen, wir haben eine interessante Gratkletterei, wir haben ausgesetzte Passagen, wir können über den Stüdelgrat das Ganze etwas schwieriger machen, wir können das über die Glocknerwand viel schwieriger machen. Wir können Nordwände klettern. Der Großglockner ist ein unglaublich vielseitiger und faszinierender Berg. Der Normalweg als Abstieg oder von mir aus auch als Aufstieg macht dem ganzen Berg aber definitiv, zieht dem ganzen Berg einen Strich durch die Rechnung. Er wird damit für mich unglaublich unattraktiv. Wenn ich es jetzt schaffen könnte, kann ich nicht, ich bin dafür zu klein, zu irrelevant. Aber wenn ich es jetzt schaffen könnte, die Menschen von diesem Modeberg abzuziehen und auf ganz viele kleine Berge zu verteilen oder ganz viele andere Berge, müssen ja nicht unbedingt kleiner sein, aber andere Berge, dann hätte ich auch davon profitiert und die anderen auch. Denn die Touristen, ach, die haben in der Regel nicht so viel Spaß daran, sich in der Schlange anzustellen und dann mit 1000 Leuten dazu warten, dass sie auch kurz auf den Gipfel können und dann wieder gehen müssen, weil andere Leute auch noch rauf wollen. Und das bedeutet, wir hätten einen Mehrwert für diese Menschen, die auf der Suche nach Bergen sind, die etwas einsamer sind und etwas abgelegener sind. Denn wir reden von einsamen Bergen, wenn wir sehen, dass nicht so viel unterwegs ist, dass ich in meinem eigenen Tun eingeschränkt sein könnte. Wenn ich mit 20 anderen Menschen gleichzeitig auf einen Berg pilger, dann ist das für mich noch kein Modeberg. Es ist zwar nicht mehr komplett einsam, aber es ist definitiv eine Art des Bergsteigens, die vollkommen normal ist und vollkommen okay und üblich ist. Wenn ich aber mit 500 Leuten im Stau stehe und mich nerve, mich nerven die vor mir, mich nerven die hinter mir, mich nerven die Bergführer, mich nerven einfach alle, weil mich das unglaublich stresst, dann ist das für mich einfach kein besinnliches Bergsteigen mehr, sondern dann ist das für mich so wie am Supermarkt an der Kasse stehen und warten, bis man endlich dran ist. Und das ist für mich einfach nicht schön. Und deswegen ist der Großglockner auch so ein Herzschmerz für mich. Denn er wäre eigentlich ein so schöner Berg, aber er ist für mich fast nicht mehr besuchenswert, weil einfach so viele Menschen dort sind, dass man auf so viele unangenehme Situationen stößt oder zumindest stoßen kann, dass das für mich das Gesamterlebnis trübt. Und deswegen wird man mich dort auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber ich will auch auf was anderes hinaus. Wenn ich es schaffen kann, Menschen vom Großglockner als Beispiel auf ganz viele Berge zu verteilen,
dann habe ich was davon, dann haben alle anderen was davon. Und die wenigen, die sich jetzt beschweren, dass mehr Leute auf den kleineren Bergen unterwegs sind, denen möchte ich zumindest ausrichten, dass wir als Bergsteiger kein Privileg fürs Bergsteigen haben. Wir sind nicht exklusiv, wir haben kein Exklusivrecht, wir haben kein Recht darauf, alleine zu sein, und wir haben auch kein Recht darauf, nur eine gewisse Personenanzahl beschränkt auf einen gewissen Berg zu lassen. Fakt ist, sobald jemand daran Geld verdienen kann, und das ist eine harte Kritik, aber das ist einfach die Wahrheit, sobald jemand Geld daran verdienen kann, ist es sowieso vollkommen egal, wie viele Leute am Berg sind. Also die Leute, die sich beschweren, die verdienen damit kein Geld, weil die Leute, die in Kals am Großglockner zum Beispiel ihre Hotels haben oder die Hütten haben am Großglockner, die würden sich nie über die vielen Menschen beschweren, denn die verdienen damit sehr viel Kohle. Das bedeutet, ich möchte nicht darauf hinaus, dass alle jetzt damit Geld verdienen sollen, sondern ich möchte darauf hinaus, dass es auf gewissen Bergen auch in Ordnung ist und sich auf gewissen Bergen viele Leute eben nicht beschweren. Viele dieser Leute, die sich darüber beschweren, gehen aber trotzdem auch gerne auf diese Berge, genauso wie ich. Und dann im Nachhinein beschweren sie sich aber darüber, dass sie in ihren eigenen Bergen, in den einsamen Bergen, eben plötzlich, weiß ich nicht, mehr Leute haben oder sowas und die Ruhe nicht mehr genießen können. Das bedeutet, ich bin eher für ein Mittelding. Ich bin nicht dafür, dass wir diese unglaublichen Privilegien haben als Bergsteiger vor Ort, als Lokalbergsteiger, die Geheimtipps kennen. Ich bin dafür, dass Leute, die mich fragen, ob sie in diesem oder jenem Raum einen Geheimtipp oder einen Tipp für mich haben, dass ich ihnen den schon sagen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich bin aber auch nicht dafür, dass wir Berge zu einem Modeberg verkommen lassen. Ich bin der Meinung, dass man die aktuellen Modeberge definitiv verändern sollte. Zumindest in diesem Rahmen dessen, was man bereits künstlich an diesem Berg verändert hat. Das bedeutet Hütten, Infrastruktur, Wege, Straßen, vielleicht auch versicherte Passagen und so weiter. Sollte man so abändern, dass wir eben nicht mehr einen Modeberg draus machen können, weil sehr viele Leute die Hindernisse schaffen oder sich im Zweifelsfall einen Bergführer nehmen. Ich bin auch der Meinung, dass Modeberge eine Begrenzung bezüglich ihrer Bergführer haben sollten. Es ist mittlerweile so weit, dass zum Beispiel am Großglockner viele Bergführer nachts den Weg antreten, weil sie quasi die Tour als Tagestour machen und die Gäste oben auf der Stüdelhütte schlafen und dann sozusagen der Bergführer die Gäste nur noch abholt, weil dann kann er theoretisch oder dann kann die Hütte mehr Gäste aufnehmen und somit können mehr Bergführer Führungen machen und so weiter. Also die Perversion endet ja auch nirgends. Ja? Also wir sollten vielleicht Modeberge entschärfen, um die Leute auf die Alpen zu verteilen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden von mehreren tausend Gipfeln in Österreich. Wir haben über 1.000 3.000er, was ich weiß. Nur in Österreich 1.000 Gipfel oder Erhebungen über 3.000 Meter. Wir haben viele, viele tausende Berge über 2.000 Meter. Wir haben tausende Berge mit höchst anspruchsvoller Kletterei, höchst anspruchsvolle Hochtouren und so weiter. Wenn wir uns darüber beschweren, dass wir Lokalbergsteiger, wir meiner Meinung nach privilegierten Leute, dann müssen wir uns einfach einen von den anderen zigtausend Bergen suchen, die eben nicht so stark besucht sind. Denn selbst wenn wir die 1 Million Nächtigungen oder was auch immer in Tirol fürs Bergsteigen umlegen würden auf alle Berge, dann wären auf jedem Berg trotzdem im gesamten Jahr nur noch, ja, vielleicht 100 Leute oben. Das bedeutet, wir sollten nicht die heiligen Berge unter Anführungszeichen schützen, denn das funktioniert nicht, sondern wir sollten die Modeberge entschärfen. Das wäre eine meiner Meinung nach zielführendere Maßnahme. Und nochmal, ich möchte euch nicht eure einsamen Gipfel wegnehmen. Ich werde ja nicht eure Geheimtipps jetzt verraten. Also wenn ihr mir einen Geheimtipp sagt, dann werde ich nicht damit rausposaunen und sagen, Achtung, da müsst ihr jetzt alle rauf. Sondern ich möchte nur damit sagen, dass wir als privilegierte Lokalbergsteiger trotzdem vielleicht darüber nachdenken könnten, unsere Geheimtipps mit unseren Liebsten, mit auch mit unserem Umfeld, vielleicht auch einfach mit einem Fremden, der mal nett fragt, wo es da hingeht, teilen können, um damit einfach eine offenere Berggesellschaft zu zelebrieren, um nicht einfach immer diese verschlossene, egoistische Art des Bergsteigens weiter zu betreiben, sondern auf etwas Gesellschaftlicheres und Freundlicheres umzusteigen. Und ich glaube, dass es diese Leute einem auch danken werden. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wenn wir
alle Berge, die Menschen auf alle Berge aufteilen würden, dann hätten wir eine sehr, sehr einsame Berglandschaft für alle. Und bezüglich der Modeberge habe ich ein bisschen drüber nachgedacht in den letzten Monaten, wie man das denn umsetzen könnte. Denn dass man etwas ändern könnte, das ist ja immer ganz nett, aber vor allen Dingen das Wie ist meiner Meinung nach eine interessante Frage. Wie können wir Modeberge unattraktiver gestalten? Da bin ich der Meinung, wir sollten nicht die Hüttenplätze begrenzen, sondern wir sollten Berge, die eigentlich zu schwer sind, unter Anführungszeichen, für Bergtouristen in der Möglichkeit des Bergführens beschränken. Auch wenn das natürlich bei den Bergführern wieder unglaublich unbeliebt ist, weil man kann mit den Modebergen doppelt so viel Geld verdienen wie mit allen anderen Bergen. Fragt euch mal, warum ihr bei anderen Bergen keine großen Angebote bekommt im Internet, sondern nur für die Modeberge. Nur mal so ein kleiner Geheimtipp, ihr werdet niemanden finden, keinen Bergführer, der auf seiner Website oder sonst wo anbietet, euch aufs Zischgeläst zu führen. Ja, verdient auch nicht so viel Geld damit, weil am Großglockner kann man eben alles verlangen und es wird jeder Preis bezahlt. Naja, aber das ist mal nur so eine kleine Randbemerkung. Man könnte über eine Begrenzung in diesem Bereich definitiv viel steuern. Man könnte sagen, es dürfen nur noch 10 Bergführer pro Jahr den Großglockner besteigen. Jedes Jahr andere 10. Kein Bergführer darf 2 Jahre hintereinander den Großglockner als Bergführer besteigen. Damit könnte man sagen, in 10 Jahren haben 100 Bergführer ihr Geld damit verdient. Ein einziges Mal, also eine Saison lang, nicht nur ein einziges Mal, sondern eine Saison lang hat ein Bergführer eine Art Recht darauf, quasi ein Permit am Großglockner Führungen zu machen. Das ist ein Eingriff in die freie Welt der Berge, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Eingriff in die freie Welt des Tourismus und nicht des Bergsteigens. Denn ein Bergsteiger, der dementsprechend ausgebildet ist und Erfahrung hat, kann den Großglockner ja auch ohne Bergführer besteigen. Diese Aussage, dass jeder Mensch den Großglockner nur mit Bergführer besteigen sollte, wenn er das erste Mal oben ist, das ist meiner Meinung nach Marketing-Sprech. Ein sehr guter Bergsteiger, ein sehr erfahrener Bergsteiger kann den Großglockner auch ohne Bergführer besteigen. Also wer auf ähnlichen Gipfeln schon mal war, da spricht nichts dagegen. Das erste Mal am Großglockner war ich auch ohne Bergführer. Also, und ich würde sagen, das ist mit Abstand keine Bergtour, die sozusagen so eine Ausnahme darstellt in der Schwierigkeit, dass sie nur mit Bergführer absolviert werden sollte. Das ist einfach gut vermarktet. Das ist das Problem, unter Anführungszeichen. Aber jetzt weg vom Großglockner. Wir könnten das mit allen Bergen so machen, die mit einem unglaublichen Massentourismus überflutet werden. Wir könnten das auch mit Bergen theoretisch so machen, bei denen die Bergführerquote nicht so hoch ist, aber vielleicht einfach die Besteigungen einfach ausarten. Man könnte durchaus sagen, dass man sich für gewisse Berge eine Permit holen muss, weil sie einfach so überlaufen sind. Und nicht im Sinne von, man muss viel Geld dafür bezahlen, denn da bin ich ein großer Feind davon. Ich finde, damit schaffen wir wieder nur für die Privilegierten das Bergsteigen. Ich will das Bergsteigen für alle ermöglichen, für jeden, von arm bis reich, von gut bis schlecht, von fit bis unfit, wie auch immer. Ich will, dass jeder eine Möglichkeit zumindest hat, die Berge zu besuchen. Ob er es schafft oder nicht, ist ja dann eine andere Frage. Man könnte eine Permit einführen und sagen, man muss sich einfach anmelden im Internet oder bei der Gemeinde einfach anrufen und sagen, ich möchte bitte aufs große Wiesbachhorn, und dann kriegt man da dementsprechend einen Schein ausgestellt. Und im ersten Jahr würde ich das so machen, dass man allen Leuten, die wollen, eine entsprechende Bescheinigung gibt. Einfach nur mal, um eine Bestandsaufnahme zu machen, wie viele Leute wollen denn eigentlich auf das große Wiesbachhorn beispielsweise. Und dann sehen wir, okay, keine Ahnung, jetzt nur eine Hausnummer, 5000 Menschen waren im Jahr 2021 am großen Wiesbachhorn. Alles klar, 5000, das ist zu viel. Es sind viel zu viele Menschen, es gibt viel zu viel Steinschlag, es gibt viel zu viele Probleme, es ist viel zu viel Verkehr, der Komfort und vor allen Dingen das Bergsteigen, das alpinistische Bergsteigen ist absolut unmöglich geworden. So, wie könnten wir das Ganze lösen? Naja, man könnte sagen, okay, wir haben jetzt 5000 Leute, wir reduzieren die Anzahl der maximalen Bergsteiger von den 5000 weg, mal um 10%. Und schauen, was passiert. Ab jetzt gibt es nur noch 4500 Tickets. Die Tickets gibt es ab dem 1.1. Die kann man sich entweder online reservieren oder eben bei der Gemeinde anrufen und sich anmelden. Und dann ist man fertig. Und das Ganze ist erledigt. Man druckt sich diesen Schein aus und da gibt es keine große Überwachung. Und das muss nicht von der Polizei kontrolliert werden, sondern man hat eben diesen Schein in der Hand. Und falls es mal stichprobenartige Kontrollen von dem zuständigen Gebiet oder von der Gemeinde gibt, dann hat man so einen Schein mitzuführen, ansonsten zahlt man Strafe. Es funktioniert in Südamerika ja auch. Es funktioniert in Südamerika ganz genau so. Nur mit dem Unterschied, dass das sehr viel Geld kostet. Man
könnte natürlich jetzt 1000 Kritikpunkte finden, warum das, was ich gerade gesagt habe, nicht funktioniert und eine absolute Katastrophe ist. Ja, ja, ich weiß. Es ist nicht perfekt. Es ist eine Idee, die mich in den letzten Monaten rumtreibt, bei der ich der Meinung bin, dass sie funktionieren könnte. Und ich rede nicht von allen Bergen, um Gottes Willen. Wir haben, wie gesagt, zigtausende Gipfel in den Alpen. Das würde nicht funktionieren und das will ich auch gar nicht. Das ist absolut kompliziert. Aber für die Berge, die erschlagen werden von Menschen, kann das eine Möglichkeit sein, um das Gesamterlebnis für alle, auch für die Leute, die dort sind, zu verbessern. Und es sollte keine Privilegien geben für Lokalbergsteiger, sondern es sollte die Möglichkeit geben, dass alle Bergsteiger sich hier anmelden müssen dafür. Vielleicht muss man natürlich dann schauen, wie ist das mit einzelnen Wegen und so weiter, der Stüdelgrat und der Normalweg und die Glocknerwand, das sind ja dann wieder drei verschiedene Sachen und so weiter. Ja, die Idee hat Lücken. Die Idee hat Probleme, ich weiß. Aber die Idee, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich gehe nicht davon aus, dass hier jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das ist es. Das Tourismusministerium wird jetzt sicher nicht sagen, das ist eine super Idee, sondern ein dementsprechendes Ministerium würde zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sagen, das ist ja Katastrophe, das ist ja überhaupt nicht wirtschaftlich. Ja, gut. Deswegen mache ich mir da jetzt auch nicht so viele Gedanken darum, aber naja, vielleicht habt ihr ja Kritik und Einwände, was diesen Vorschlag betrifft, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Ideen, wie können wir das lösen, dass wir die Modeberge etwas entlasten können. Und was mich am allermeisten interessieren würde, schreibt mir da auch gerne längere Texte, auch gerne per Mail an kontakt@alpenacademy.at. Die Frage, wie seht ihr das? Seid ihr dafür, Modeberge als Modeberge zu belassen und die Geheimtipps zu wahren? Oder seid ihr auch der Meinung, dass jeder ein Anrecht auf jeden Berg hat und es keine Leute gibt, nur weil sie keine Lokalbergsteiger sind, die einfach nicht davon wissen dürfen? Wie seht ihr das? Ich weiß, kontroverses Thema und ich freue mich wie immer auf euren Input. Bis zur nächsten Woche wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, wie immer eine wunderschöne Woche. Schreibt mir gerne an kontakt@alpenacademy.at, auch gerne Themenvorschläge, auch gerne in die Kommentare, falls ihr mal wissen wollt, was ich von einem bestimmten Thema halte und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderbare Zeit und wie immer Bergheil.